Hallo, hier ist die Petra von Pebra Art. Heute machen wir wieder, oder ich, ein Bild mit Wasserkolor, mit Wasserfarben, mit Aquarellfarben. Ich nehme wieder meinen kleinen Kasten und jetzt bepinsel ich das Ballett nicht mal, sondern ich habe hier so eine kleine Wassersprühe und mache mir damit das Blatt nass, so dass das auch ein bisschen an den Seiten und an den Rändern gut verlaufen kann. Ich nehme also wieder gleich meine Farbe, die mir heute am besten gefällt. Und naja, eigentlich wollte ich jetzt einen Ockerton nehmen, aber natürlich fange ich erstmal mit der hellsten Farbe an oder die mir halt jetzt am besten gefällt. Und dann habe ich auch ein bisschen gemischt, weil ich habe in dem Kasten kein Hellgrün. Also, jeder weiß ja, oder naja, ich weiß es auch erst seit kurzem, dass man aus Gelb und Blau Grün machen kann. Also, dadurch, dass ich jetzt hier keinen Grünton drin habe, keinen hellen Grün, habe ich mir den jetzt mal selber gemacht. Und ich schaffe mir jetzt hier wieder einen Hintergrund, der diesmal, sagen wir mal, ein bisschen farbenfroher ist. So ist vielleicht der richtige Ausdruck. Und ihr könnt mir gleich wieder zusehen beim Malen. Ich habe also wieder vor, also ein bisschen zu dudeln. Und dieses Dudeln ist dann so eine Art auch Schnecke geworden. Vielleicht wollt ihr euch das ja weiter anschauen, freue ich mich drüber. Und jetzt mache ich euch wieder ein bisschen Musik an und melde mich dann wieder zum Schluss. Habt viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann.
So, da bin ich wieder. Hab da schöne Musik gehört, mir schön beim Malen zugeschaut und ich hoffe, euch gefällt diese Art von Schnecke mal ganz gut, weil mir gefällt das wirklich sehr gut. Und ich würde mich mal freuen in den Kommentaren, ob euch diese Nachbearbeitung mit den Aquarellstiften auch gefällt. So. Das war's für heute. Habt Spaß gehabt. Sollte euch das Video gefallen haben, macht mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und schreibt mir einen netten Kommentar. Bis dann. Ciao, ciao.